Es wurde wieder heiß diskutiert bei der Jury-Sitzung für die beiden Wirtschaftspreiskategorien Businessplan und Gründer. Heuer hatten es die Jurymitglieder besonders schwer. Wir hatten noch nie so viele Einreichungen. Beim Businessplan waren es knapp 30, beim besten Startup-Unternehmen waren es auch um die 28. Das war eine Riesenherausforderung für die Jury, aus diesen doch auch sehr viel guten Einreichungen drei herauszufinden, die in die engere Wahl dann bei der Preisverteilung stehen sollen. Worauf hat die Jury bei der Bewertung der Businesspläne besonders geachtet? Was bei uns in Salzburg immer speziell ein Thema war, ist die Umsetzbarkeit in der Praxis. Gibt es dafür auch wirklich einen Markt? Glauben wir, dass diese Idee auch tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden kann? Bei den Gründern geht es uns nicht darum, dass ich nach 3 bis 5 Jahren vielleicht schon an der Börse bin und hunderte Mitarbeiter beschäftige. Und das hat das Ergebnis auch heuer gezeigt. Wir haben heuer 2 Damen als Ein-Personen-Unternehmerinnen, die sehr erfolgreich sind und auch gegenüber größeren Unternehmen mit mehr Mitarbeitern in die Jury überzeugt haben. Das sind so schöne Beispiele, wo ich aus einer Unternehmensidee mit Beharrlichkeit und mit viel Einsatz meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dass sich die Träger des Wirtschaftspreises, also Land Salzburg, Salzburger Nachrichten, Salzburger Sparkasse und Wirtschaftskammer Salzburg, für nachhaltige Unternehmensgründungen engagieren, hat natürlich einen Grund. Volkswirtschaftlich extrem wichtig, dass wir Gründer haben, die auch erfolgreich sind und auch Studenten und Leute, die sich mit Businessplänen beschäftigen. Wobei wir hier auch sehen, dass schon noch einiges zu tun ist, weil die Businesspläne halt einer intensiven Beratung manchmal bedürfen. Aber dazu sind wir ja da, die Wirtschaftskammer und sage ich jetzt auch wir Sparkasse. Aber da haben wir sicher noch ein Potenzial, zur Unterstützung weiterzuhelfen. Firmengründer und solche, die es noch werden wollen, müssen sich in Salzburg also nicht im Stich gelassen fühlen. Ich glaube, wir haben im Land Salzburg eine sehr gute Unterstützungsmöglichkeit, einerseits mit Beratung, mit Begleitung, das reicht vom Gründerservice bei der Wirtschaftskammer über das Innovationsservice bis hin zur Wirtschaftsabteilung, und auf der anderen Seite haben wir auch sehr gute Förderinstrumente, die Gründer sehr gut begleiten, von den kleinen Ideen, den kleinen Investitionen bis hin dann zu den großen Schritten. All jene, die es heuer nicht in den Kreis der Finalisten geschafft haben, können, sofern sie die Teilnahmebedingungen erfüllen, natürlich auch im kommenden Jahr wieder zum Salzburger Wirtschaftspreis einreichen.